Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder reinhört. Hier ist Norman von Markenrebell FM. Mit meinem heutigen Interviewgast spreche ich über die Bedeutung des Menschen als Marke im Zeitalter der Digitalisierung. Er ist der erste deutsche Blogger, denn er startete 1995 sein Online-Tagebuch. Er ist Buchautor und sein erstes Buch war auch gleich ein Bestseller mit dem Titel Erfolgsfaktor Internet. Es erschien 1999 im Eco-Verlag. Als Speaker rüttelt er Führungskräfte und Unternehmer auf, der Digitalisierung ins Auge zu schauen und hilft dabei, die Zusammenhänge besser zu verstehen. In Kürze erscheint sein aktuelles Buch in der zweiten Auflage mit dem Titel Digitale Transformation, warum die deutsche Wirtschaft gerade die digitale Zukunft verschläft und was jetzt getan werden muss. Die Zeitschrift Focus Online nahm ihn in die Liste der 30 wichtigsten Internetmacher auf. Heute lebt und arbeitet er in der Nähe von Salzburg als Wirtschafts- und Internetpublizist, Moderator und Trainer. Besonders freut mich, dass er einer unserer Mentoren bei Come to Coach ist und in Kürze Führungskräften und Unternehmern mit seinen Coachings in der ersten Mobile Academy helfen wird. Bei mir ist im Interview Tim Cole. Tim, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Bist du ready und wollen wir loslegen? Aber gerne. Tim, damit ich unsere Zuhörer noch ein wenig besser kennenlernen, kannst du ein bisschen mehr über dich als Person, wer ist Tim Cole, privat erzählen? Und wie genau deine berufliche Laufbahn ist, also die Lücken zu füllen, die ich gelassen habe. Okay, das wäre sehr kompliziert. Es gibt eine Wikipedia-Seite für mich, die ist also ungefähr 3 Seiten lang. Also das erste vielleicht wichtigste vorab, ich bin Amerikaner, wie der Name vielleicht vermuten lässt. Ich bin aber auch gleichzeitig Schwabe ehrenhalber, weil ich lange in Stuttgart gelebt habe. Und mit 40 wird der Schwabe bekanntlich gescheit. Und meine Freunde hatten Sorgen, ob das bei mir funktionieren könnte. Deswegen haben sie mich mal zum Schwaben ehrenhalber erklärt. Ob es funktioniert hat, wissen wir natürlich nicht, aber wie auch immer. Ich habe mal den Beruf des Journalisten von der Pike auf gelernt, als Volontär auf dem Land. Bin dann zu einer größeren Zeitung, zu den Stuttgarter Nachrichten, zur ganz großen Zeitung, zur Bild-Zeitung gegangen und bin dann ins Magazinfach abgedriftet. Habe eine Zeit lang bei der Motorpresse Stuttgart die Redaktionsgruppe Multimedia geleitet und habe mich dann 1980 habe ich mich schon mal selbstständig gemacht, bin aber wieder zurück zur Motorpresse und habe mich 92 das zweite Mal selbstständig gemacht als Internetjournalist, weil mich das faszinierte. Seitdem mache ich alles Mögliche. Ich publiziere über das Internet, in klassischen Medien. Ich publiziere im Internet. Deswegen habe ich mir mal irgendwann den Titel zurechtgelegt, Internetpublizist. Mal sehen, wie lange der sich durchhalten lässt. Ich habe dann, wie du richtig gesagt hast, 1999 zum ersten Mal ein Buch geschrieben über das Internet, Erfolgsfaktor Internet. Und da passierte etwas Seltsames. Dann kamen die Leute, die das Buch hätten lesen sollen, nämlich Manager, und sagten sich, Herr Kohl, wir haben keine Zeit, ein Buch zu lesen. Wir sind ja Manager. Könnten Sie nicht zu uns kommen und mal in einer Stunde auf unserem nächsten Kundenevent oder unserem nächsten Führungskreis oder was auch immer uns mal erklären, was in dem Buch drin steht? Und dann brauchen wir es ja nicht lesen. Das ist ein Geschäftsmodell geworden. Schreibe ein Buch und rede darüber. Und so ziehe ich Land auf, Land ab. Die Süddeutsche Zeitung hat mich mal netterweise in einer Buchbesprechung als den Wanderprediger des deutschen Internet bezeichnet. Was ich sehr witzig fand, zum einen, weil es offensichtlich ein deutsches Internet gibt und zum anderen, weil ich Pfarrerssohn bin. Alle meine Vorfahren waren evangelische Pastoren. Nur ich bin aus der Art geschlagen, aber nun bin ich halt doch zum Wanderprediger geadelt worden. Das fand ich sehr schmeichelhaft. Ja. Schön. Ja, und der Tim Cole privat? Du bist Marathonläufer, habe ich gelesen. Hobbykoch und Marathonläufer, die beiden bedingen sich gegenseitig. Weil ich muss dann immer für meine Sünden büßen, indem ich mal wieder
20, 30 Kilometer renne. Ich verliere das Rennen allerdings gerade. Ich bin jetzt etwas übergewichtig, also muss, glaube ich, wieder einen Zahn zulegen. Ich bin nicht mehr so ganz jung. Ich bin also kein Digital Native. Ich bin Baujahr 1950. Und vor ein paar Jahren haben meine Frau und ich beschlossen, dass wir uns aus der Hektik der Großstadt, wir haben zum Schluss in München gelebt und sehr gerne gelebt, und wir haben uns in den Lungau zurückgezogen. Der Lungau ist der südlichste Gau des Landes Salzburg, grenzt an Kärnten an. Wir leben auf 1100 Meter mitten in der Natur. Man könnte auch sagen, am Arsch der Welt. Wo es aber sehr, sehr schön ist und wir sehr viele Freunde haben und sehr viel Anschluss. Anschluss kann man auch wörtlich nehmen. Ich habe einen 100 MB pro Sekunde Internetanschluss von der Salzburg AG. Das ist schneller, als ich es in München hätte. Und ja, ich habe einen Flughafen absolut. Salzburg in der Nähe. Und das sind die beiden Dinge, die ich brauche, um meinem Beruf nachzugehen. Ich muss viel im Internet mich herumbewegen und ich muss viel mich physikalisch bewegen, nämlich hin zu meinem Publikum, die auf mich warten, dass ich einen Vortrag halte. Und wie gesagt, ansonsten genieße ich im Grunde so eine Art Unruhestand. Also so richtig von Ruhestand kann man da nicht reden. Und die gute Luft in Lungau. Ja, sehr schön. Gibt es in deinem Leben so ein Erfolgszitat? Ich frage immer nach irgendeinem Glaubenssatz oder ein Erfolgsmantra. Gibt es da irgendwie so ein Zitat oder einen Satz, der dich so dein Leben lang begleitet hat? Naja, es gibt einen, der eigentlich auch unmittelbar mit unserem Thema Mensch als Marke im Zeitalter der Digitalisierung zusammenhängt. Ich denke nämlich da an Andy Warhol, der ja mal gesagt hat, jeder wird in seinem Leben einmal für 15 Minuten berühmt sein. Warhol war ein sehr weiser Mann, nur er war seiner Zeit weit voraus. Denn damals, als er das so, glaube ich, in den 60er Jahren geschrieben hat, war das vielleicht mehr so Wunschgedanken. Heute ist es so, dass tatsächlich jeder sozusagen und nicht nur 15 Minuten lang berühmt sein kann, zumindest mal in seinem Kreis. Wenn man also die sozialen Medien wie Facebook oder Twitter anguckt, da kann jeder von uns, wenn er einfach einen guten Spruch oder eine gute Idee oder eine gute Information hat, plötzlich ein Millionenpublikum erreichen. Das kann der Depp, das kann sogar der Herr Trump, der ja offensichtlich beschlossen hat, sein Amt in Zukunft per Twitter auszuführen. Jeder hat also mindestens mal die technische Möglichkeit für 15 oder mehr Minuten berühmt zu sein. Und ich denke, das ist ein Prozess, an den wir uns erst noch gewöhnen müssen. Denn das kennen wir ja eigentlich nicht als Spezies, als Menschen. Wir sind ja eher in dörflichen Gemeinschaften ja aufgewachsen im Zuge unserer Geschichte. Und es stellt sich dann raus, dass hier im Dorf es zum Beispiel keine Geheimnisse gibt. Ich weiß das, weil ich in einem Dorf namens St. Michael jetzt lebe. Und wenn ich irgendetwas über meine Nachbarn wissen will, dann gehe ich zur Christa. Christa wohnt nebenan und die Christa kennt jeden und weiß von jedem ganz genau, was er tut, wann es tut und wie oft es tut. Ich denke also, dass diese Transparenz ja auch eher die Urform des menschlichen Zusammenlebens ist und dass das, was wir als Privatheit und Rückzug ins Private verstehen, eigentlich eher eine künstliche Daseinsform ist. Historisch gesehen wahrscheinlich ein Produkt des Biedermeiers, des Aufkommens des Bürgertums, die erstmals ja in der Lage waren, auch tatsächlich sich zurückzuziehen in irgendwelche Räume. Das konnten ja früher nur mächtige Könige, Kaiser oder wie auch immer. Der normale Mensch war ständig den Blicken seiner Nachbarn und dem Getuschel seiner Nachbarn ausgeliefert. Und in diesen Urzustand kommen wir jetzt wieder zurück. Es gibt im Internetzeitalter keine Geheimnisse. Und das macht uns wahlweise Sorgen. Die Leute beklagen, dass sie keine Privatheit mehr haben, fürchten, dass sie ausspioniert werden von großen Markenunternehmen. Oder Leute wie ich sagen, oh, das ist aber eigentlich klasse. Das bedeutet ja nämlich, dass die Anbieterseite mich ja sehr genau studieren kann
und aufhören wird, hoffentlich, mich ständig mit Dingen zu belästigen, die ich ja gar nicht haben will oder die mich nicht interessieren. Und stattdessen anfangen, mich wirklich nur mit Dingen zu erfreuen, die ich habe, die mich interessieren, die für mich in meinem Leben relevant sind. Ich denke, das nannte man früher mal Kundenservice. Ich halte das für eine gute Sache. Ich weiß aber, ich lebe ja nun lang genug in Deutschland, dass die Deutschen auf diesem Gebiet ein bisschen paranoid sind. Nun, natürlich muss man die Auswüchse dieser Transparenz versuchen zu bekämpfen und vielleicht auch zu regulieren. Das weiß ich nicht genau, ob die Politik wirklich dazu in der Lage ist. Aber jedenfalls, dass dieses ungezügelte Ausspionieren finde ich auch schlecht. Aber auf der anderen Seite, wenn ein Anbieter mir zum Beispiel ein Geschäft anbietet, wie Amazon das tut, Amazon sagt mir ja ganz offen, dass sie mich ständig beobachten und sie erfreuen mich dafür mit Angeboten, die genau auf meine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und ich empfinde das als positiv. Ich empfinde das als so positiv, dass ich sogar das Angebot von Amazon mehrfach schon angenommen habe, die gesagt haben, möchten Sie vielleicht mal Bücher bewerten, die Sie zwar haben, aber nicht bei uns gekauft haben. Ich habe lange vor Amazon ja schon Bücher gelesen und gekauft. Und das tue ich ab und zu mal. Ich nehme immer eine halbe Stunde Zeit und bewerte, was war die Krieg und Frieden oder David Copperfield, die seit 40 Jahren in meinem Bücherregal stehen, damit Amazon weiß, was mir gefällt und damit Amazon noch besser auf meine persönlichen Wünsche eingehen kann. Das heißt, also im Grunde werde ich ja damit für Amazon zu einer Marke. Ich bin bekannt. Die wissen ganz genau, was sie von mir zu halten haben. Sie wissen auch zum Beispiel, ob ich pünktlich bezahle, ob ich ein ordentlicher Mensch bin. Sie haben wahrscheinlich auch mein eBay-Rating mal angeguckt und festgestellt, dass ich also nur 100% zufriedene Geschäftspartner gehabt habe. Das sind alles so im Grunde Markenkommunikation des Einzelnen gegenüber, in diesem Fall, einem Anbieter. Also im Grunde verkehrte Welt. Ne? Die Ströme in der Markenkommunikation laufen in die andere Richtung. Das sind Dinge, die noch sehr neu sind und teilweise noch nicht wirklich bekannt genug, dass wir darüber erschöpfende Auskünfte geben könnten. Aber ich denke, der Trend ist klar. Der Mensch als Marke wird sich immer mehr in den Mittelpunkt stellen und wird damit auch mächtiger. Er wird mächtiger den Anbietern gegenüber, weil der Anbieter sozusagen gezwungen ist, sich auf diesen Einzelkunden einzuschießen, einzustellen, weil der Kunde ja die Macht besitzt, sozusagen die Höchststrafe für einen Anbieter auszusprechen, nämlich Entzug der Kundenbeziehung. Ich bin dann einfach nicht mehr dein Kunde, wenn du beispielsweise meine Daten irgendwie weitergibst an jemanden, der mich anfängt zu nerven, oder wenn du nicht aufpasst und Hacker knacken deine Datenbank und klauen meine Kreditdatennummer, dann halte ich dich, Anbieter, dafür für verantwortlich und strafe dich ab, indem ich nicht mehr dein Kunde bin. Ja. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass sich Unternehmen genau damit beschäftigen? Weil das, was du sagst, ist ja im Grunde ein Mechanismus, den es ja heute gibt. Das ist ja kein Hexenwerk, sondern das benutzen ja auch viele Unternehmen schon, vielleicht zu wenig deutsche Unternehmen als Teil ihrer Markenkommunikation. Oder vielleicht auch die Anschlussfrage daran, warum ist das Bewusstsein bei deutschen Unternehmen, vielleicht auch aus deinen Erfahrungen, aus deinen Vorträgen und den Gesprächen danach berichtet, warum ist noch so eine vielleicht auch Abneigung, so ein ablehnendes Verhalten zu spüren? Oh je, jetzt tauchen wir mal dann tief ein, die Psyche deutscher Unternehmer und Manager. Also die einfache Antwort für mich als Außenstehender, vergiss bitte nicht, ich bin ja Amerikaner und wir Angelsachsen haben ja ein etwas anderes Verhältnis zu Technologie, zu Innovation, aber auch zu Transparenz und Privatheit. Wir gehen da etwas spielerischer, etwas lockerer damit um. Die Deutschen sind in meinen Augen da sehr verkrampft, sicherlich mannigfache historische Gründe. Ich denke aber,
Es lässt sich wunderbar in einem einzigen Wort darstellen, ein englisches Wort, nämlich Angst. Wir Amerikaner wissen ganz genau, was wir meinen, wenn wir Angst sagen. Das ist natürlich das deutsche Wort Angst entlehnt. Und wir, wenn wir das verwenden, verwenden wir es, um etwas zu beschreiben, so eine Art dumpfe, schon fast gotische Angst vor der Zukunft, vor Veränderung, vor dem Neuen. Das ist ja auch, das Neue darf man nicht vergessen, ist ja von seinem Wesen her ja fremd, und das Fremde ist von seinem Wesen her zumindest mal ungemütlich oder sogar bedrohlich. Und ich denke, dass deutsche Manager insbesondere dazu neigen, sich dieser Angst hinzugeben und sozusagen Entscheidungen, notwendige Entscheidungen hinauszuzögern, weil man eben Angst hat, eine falsche Entscheidung zu treffen. Dann ist es doch vielleicht besser, gar keine Entscheidung zu treffen oder so weiterzumachen wie bisher. Diese Tendenz ist bedauerlicherweise in diesem Land sehr ausgeprägt. Ich habe das in meinem neuen Buch, also Digitale Transformation, ja versucht zu beschreiben und auch festzumachen an verschiedenen Parametern, was immer wieder, was ich auch schon skandalös halte, ist die Umfrage des Bitkom, des IT-Branchenverbandes vor einem Jahr zum Thema Homeoffice, wo Chefs gefragt wurden, ob sie ihren Mitarbeitern auch gestatten, mal von zu Hause oder vom Starbucks-Café aus zu arbeiten, und 75% mit Nein geantwortet haben. Also der Typ ist bitte schön ins Büro zu kommen, wo ich ihn sehe, denn wenn ich ihn nicht sehe, dann schafft er ja nichts, der faule Hund. Das ist natürlich ein Führungsstil, das ist digitale Steinzeit. Also Management by Kontrolle, das hat nichts mit vernetztem Denken, das hat nichts mit Autonomie, das hat nichts mit Selbstbestimmung zu tun. Ich denke, da müssen Chefs wirklich umlernen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, die ich in diesem Buch aufzähle, für verpasste Gelegenheiten. Das heißt natürlich nicht, dass alle deutschen Manager nun vor Angststarre in ihren Sesseln kleben. Es gibt selbstverständlich sehr interessante Beispiele von kleinen, aber vor allem auch größeren Unternehmen, die mal so die ersten Schritte machen, aber sie tun es meines Erachtens zu vorsichtig, zu langsam. Sie neigen dann eher dazu, noch einen Führungskreis einzuberufen oder so ein Seminar, wo sie so Typen wie mich dann als Referenten holen, um ihnen Mut zu machen, dass sie jetzt weitermachen sollen. Ja. Und dann gehen sie nach Hause und sagen, oh ja, also jetzt sollten wir eigentlich wirklich jeden am Montag wieder in die Firma und machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Ja. Es wird einfach viel zu viel geredet und viel zu wenig gehandelt. Das erinnert mich an den alten Professor Bullinger, der Chef der Fraunhofer-Organisation. Der war ja ein rechter Schwab. Er hat früher das Institut für Arbeitsorganisation in Stuttgart geleitet. Und der hat dann immer erzählt, dass sie am Fraunhofer-Institut eine absolut garantierte Erfolgsmethode gefunden haben zur Unternehmensführung. Das ist die sogenannte SNS-Methode. SNS steht für Schaffe, nicht Schwätze. Genau. Vielleicht, wenn man es auch mal ganzheitlich betrachtet, finde ich es ganz interessant. Die Angela Merkel hat ja letztens in der Süddeutschen Zeitung was geschrieben, von wegen Deutschland droht, digitales Entwicklungsland zu werden. Ganz ehrlich, nach meiner Meinung sind wir das schon. Vor allen Dingen im Hinblick auf unser Bildungssystem und vielleicht auch fehlendes politisches Engagement. Da finde ich, wird in den Schulen einfach auch zu wenig gemacht. Wenn ich mir England anschaue, die in der 7. Klasse einen Computer, mit dem die Schüler arbeiten können, austeilen, um per Programmierbefehl irgendeinen Mechanismus auszulösen und dergleichen. Und in Deutschland wird diskutiert, ob iPads irgendwie Sinn machen oder das Augenlicht zerstören oder keine Ahnung. Also ich glaube, wenn man sich das mal in diesem ja doch vernetzten Kontext anschaut, dann ist es ja nicht nur ein Unternehmensproblem, sondern dann fängt das ja auch schon viel früher an. Ja, also ich hatte auch den Eindruck, die Frau Merkel muss irgendwie mein Buch in die Hand gekriegt haben. Also ich das genau das nachbetet, was ich da ja vor anderthalb Jahren geschrieben habe, zuerst einmal. In der Tat ist Deutschland ein digitales Entwicklungsland.
Entwicklungsland, was sehr viele dieser Dinge angeht. Mal ein willkürliches Beispiel herausgegriffen. Du kannst heute immer noch den Einzelhandelskaufmann Ausbildung abschließen, ohne auch nur eine einzige Stunde im vielgerühmten deutschen dualen Bildungssystem zum Thema E-Commerce gehört zu haben. Also die Lehrpläne unserer Berufsausbildung sind teilweise wirklich steinzeitlich und müssen dringend überarbeitet werden. Aber von wem? Die Lehrer selbst sind ja überfordert, weil sie ja in aller Regel ja auch ein Produkt der frühdigitalen oder vordigitalen Ära sind. Es ist ja eigentlich eher so, dass die Schüler den Lehrern was beibringen können in diesem Fall. Ja. Und ich weiß also jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie es in Deutschland so aussieht, aber wie gesagt, ich lebe ja im Land hinter den Bergen bei den sieben Zwergen in Lungau. Bei uns an der Volksschule gibt es einen Computerraum und die Kinder sind ab der ersten Klasse im Computerraum. Die haben Computerunterricht, die machen Computerspiele. Also mein Nachbarssohn, der ist in der vierten Klasse, der ist zu einer Schach-AG gewechselt und spielt jetzt online Schach. Also das ist keineswegs so, dass die Kids jetzt von uns dringend irgendwelchen Unterricht im Digitalismus brauchen. Im Gegenteil, was sie vielleicht brauchen, ist eher so ein bisschen Lebensklugheit. Die können wir Alten vielleicht noch irgendwie versuchen zu vermitteln, aber ob die Kids auch zuhören, wir haben unseren Eltern ja auch nicht zugehört. Also, Ich glaube auch persönlich, dass das Bildungssystem so nicht reformierbar ist. Ne? Ist ja über 100 Jahre alt. Der Richard David Precht ist da ja auch ein sehr leidenschaftlicher Redner zu diesem Thema. Und ich glaube, es muss einfach neue ergänzende Lösungen geben, wie man der Jugend jetzt das Programmieren beibringt oder auch die Auswahl an Mentoren ermöglicht. Wenn ich mir anschaue, wer die Lehrer in den Schulen sind, sind das wirklich begeisterte Leute, die das Thema Internetzeitalter unterrichten können oder Digitalisierung? Oder also wie up-to-date ist man denn als Lehrer heute in der Schule? Also ich glaube, wir brauchen einfach auch neue Modelle, um dahin zu kommen. Vor allen Dingen auch, und jetzt versuche ich so ein bisschen die Brücke zu schlagen zum Thema Mensch als Marke, vor allen Dingen auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung zum einen, aber auch das Bewusstsein schon zu schaffen der totalen Vernetzung, ja, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, mir eine Reputation aufzubauen online. Und vielleicht, wenn man auch mal blickt auf die Arbeitswelt von morgen, dass ich dann eher nicht der Angestellte eines Unternehmens bin, sondern eher auf Projekten arbeite, die ich mir selber aussuche, für die ich angesprochen werde, dann ändert sich ja meine Wahrnehmung, meine digitale Wahrnehmung, also wie ich wahrgenommen werde als Persönlichkeit, ja enorm. Das ist richtig, ja. Ich bezweifle, wie gesagt, dass die heutige Lehrergeneration in der Lage ist, den Kids das beizubringen. Aber ich denke, das ist auch nicht schlimm, weil die Kids sind erstaunlich gut darin, sich das selber beizubringen, sich selber sozusagen in diese Welt hinter dem Bildschirm zurechtzufinden. Mir ist eigentlich nicht Angst und Bange davor. Manchmal würde ich mir wünschen, dass meine Tochter vielleicht so ein bisschen weniger intime Fotos postet. Also jetzt nicht unbedingt jetzt Sexfotos, das tut sie nicht, aber von ihrer Tochter, ist jetzt selber Mutter geworden und so. Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren hat sie mal mit ihrem Freund Schluss gemacht. Und das hat sie per Facebook gemacht. Und alle Freunde haben das auch mitgekriegt, haben sich in zwei Lager gespalten. Die einen haben gesagt, ach, versuch's nochmal mit ihm. Und die anderen haben gesagt, na, schick mir die Wüste. Die Wüste hat dann gewonnen. So ein bisschen, aber vorsichtig mahnend die Stimme heben und sagen, also Kids, habt ihr schon mal überlegt, was das vielleicht mal später bedeutet? Aber andererseits, wie gesagt, diese Transparenz, wir sprachen über das Thema ja schon, ist eh nicht aufzuhalten. Also wird sowieso alles irgendwann mal rauskommen. Wir müssen nur lernen, vielleicht etwas besser damit umzugehen. Es gibt in der italienischen Volkstheater-Tradition der sogenannten Commedia dell'arte eine Figur, nämlich den Pulcinella. Pulcinella ist so ein Pumbator. Und es gibt gewisse
Stücke, Lazzi heißen die auf Italienisch, die immer wieder gespielt werden und jeder kennt. In einem davon erzählt jemand dem Pulcinella ein Geheimnis. Und Pulcinella ist nicht in der Lage, ein Geheimnis für sich zu behalten. Also geht er reihum zu allen Akteuren und erzählt denen das Geheimnis, sagt aber dazu, Achtung, Geheimnis nicht weitererzählen. Ergebnis, nach 10 Minuten kennt jeder im Stück und jeder im Publikum das Geheimnis, aber das Stück geht weiter. Und alle tun so, als wäre es ein Geheimnis. Das ist das, was man im Italienischen ein Segreto di Pulcinella nennt, also Pulcinellas Geheimnis. Ein Geheimnis, das keines ist, wo aber alle so tun, als ob es eins wäre. Ich habe dafür mal den Begriff geprägt der digitalen Diskretion und gesagt, eigentlich brauchen wir Spielregeln, gesellschaftliche Spielregeln, die wir uns aber selber geben müssen und die unsere Kids sozusagen für sich selbst neu erfinden müssen, für den Umgang mit potenziell schädlichen oder unangenehmen Wahrheiten. Jemand, der als Troll ständig andere outet, den sollten wir eigentlich dann auch bestrafen können. Und welche bessere Methode der Strafe im Zeitalter der totalen Kommunikation könnte es geben, als eben nicht mehr mit ihm zu kommunizieren. An sowas denke ich, aber das können wir nicht beibringen, das können wir nicht von oben verordnen. Das müssen die Netizens, die User, insbesondere die jungen User, selber rauskriegen, wie sie mit diesen Themen umgehen wollen. Das ist keine politische Aufgabe, das kann die Frau Merkel nicht verordnen. Das muss wirklich aus dieser Generation heraus selbst entstehen. Und ich denke, ich bin Optimist, dass die Kids das ganz gut machen werden. Ja, ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, finde ich auch sehr, sehr interessant und auch sehr wichtig, dass man sich ja bewusst machen muss, dass man sich ja so oder so, positiv wie negativ, eine digitale Identität schafft. Ne? Wir wissen, das Internet vergisst nichts. Das heißt, der Personalchef von morgen wird sicher tiefer über mich erfahren oder Bescheid wissen, wie das mein Lebenslauf ihm gerne glaubhaft machen möchte. Aber auf der anderen Seite weiß ich über die Firma alles. Das ist das Schöne. Natürlich. Ja, wir spielen natürlich dann absolut auf einem Level Playing Field. Der Personalchef muss aufpassen, dass ich überhaupt ihn als potenziellen Arbeitgeber in Frage nehme. Denn ich habe ja die totale Information über diesen Arbeitgeber, wie es den anderen Mitarbeitern dort gefällt, ob die gerne dort arbeiten oder ob sie stöhnen und ob es da vielleicht einen Chef gibt, der unbeliebt ist. Das ist ja alles dann bekannt. Und da kann ich ja als Jobsuchender wunderbar mir aussuchen, wohin ich gehen will. Also das ist keineswegs eine Einbahnstraße, sondern das ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, diese Transparenz. Ja, sehr schön. Schön auch nochmal dargestellt. Ja, absolut. Ja, wie kann ich mich aus deiner Sicht denn als Marke online oder digital positionieren? Was findest du, sind so vielleicht so die drei wichtigsten Dinge, die es da zu beachten gilt? Naja, also es ist natürlich nicht jeder so eine Rampensau wie ich, der sich also auch per Facebook und per Twitter und per YouTube und wie auch immer selbst darstellt. Das ist ja auch ein Teil meines Geschäftsmodells. Es gibt ja auch den anderen Typen, den meine Frau zum Beispiel, die also zwar auf Facebook ist, aber es höchst widerwillig. Und zwar nur deswegen, weil meine Tochter irgendwann uns eröffnet hat, dass sie in Zukunft keine E-Mails mehr schreiben will. Und wenn wir mit ihr kommunizieren wollen, dann muss das halt über Facebook oder über Skype passieren. Meine Frau geht sehr, sehr vorsichtig damit um. Sie lässt sich nur schwer aus der Deckung rauslocken, aber sie nimmt aktiv an diesem Online-Leben teil. Sie hat sicher viel, viel weniger Freunde als ich, was man halt so im Facebook-Zeitalter immer als Freund bezeichnet. Bei ihr sind es eigentlich wirklich echte Freunde, mit denen sie aber tatsächlich intensiven Kontakt pflegt. Es war sehr schön, als ich ihre Facebook-Seite eingerichtet habe. Das kann man ja in 3 Mausklicks ja machen. Saßen wir nebeneinander am Computer und nach ungefähr 3 Minuten poppt plötzlich eine Nachricht. Ja, Gabi, bist du's? Na, hier auf Facebook. Und wir haben gesagt, wow, das ist ja die Roswitha. Mit der haben wir ja schon seit 5 Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Ne? Und so geht das dann weiter. Ne? Also ich denke,
ja, jeder muss natürlich für sich entscheiden, wie sehr er auch kommunikativ in die Offensive geht. Aber im Grunde ist jeder von uns zumindest mal in die Lage versetzt, nach außen hin so viel von sich zu kommunizieren, wie er oder sie will. Noch interessanter ist natürlich, dass man ja nicht unbedingt immer die Wahrheit kommunizieren muss. Also ich kann mich ja auch dann mal in einem Chatforum oder sonst irgendwo mal als Frau ausgeben oder vielleicht als Sexklässler oder wie auch immer. Also ich finde diese Freiheit, die man auf diese Art und Weise bekommt, sozusagen die Wahrnehmung des eigenen Ich zu formen und zu beeinflussen, ja hochinteressant. Also ich kann im Grunde der sein online, der ich gerne sein möchte. Das ist, geht weit über das Verkleiden zu Silvester oder zum Karneval oder zu Halloween hinaus. Es ist wirklich die Möglichkeit, an sich und seiner Wahrnehmung von außen zu bauen. Deswegen gehen ja auch die Kids hin und pimpen ihr Facebook-Page oder ihr Snapchat-Page mit großem Aufwand, einfach weil es ihnen Spaß macht, sozusagen ein Image von sich hinaus zu projizieren, das sie kontrolliert haben und bestimmt haben und nicht, dass ihnen sozusagen aufgezwungen worden ist. Das ist eine neue, ja, ein Akt der Befreiung, eine neue Möglichkeit des Ausdrucks. Und ich finde das toll. Ich finde, das sollten wir viel mehr Gebrauch davon machen. Bist du bereit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen? Hast du den Mut, das Potenzial deiner Persönlichkeit zu entdecken? Fühlst du dich stark genug für die Veränderungen in deinem Business? Dann ist Come to Coach, the first mobile academy, genau das Richtige für dich. Lerne von den besten Mentoren, wie du dich mit deinen Kompetenzen als Führungskraft auf das nächste Level bringst. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.come2coach.academy und natürlich bei Facebook. Verpasse kein Coaching mehr und melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. Übrigens, 50% des Profits von Come2Coach investieren wir mit deiner Unterstützung in Bildungsprojekte für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Wir sagen Danke. Bleib in Bewegung und denke immer daran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Es ist natürlich, ich habe Einfluss eigentlich, ne, auf den ersten Eindruck. Ne, den habe ich ja nicht unbedingt, wenn ich jemanden persönlich treffe, dann sieht der mich und macht sich ein Bild, weil ich, wie ich meine Haare trage oder was ich an Klamotten anhab. Im Internet habe ich da einen Einfluss drauf. Ich sehe natürlich auch die Gefahr, dass man so die Authentizität verliert, ne? Dass man sich als was darstellt und dann im öffentlichen Leben oder dann wirklich, wenn man sich Angesicht zu Angesicht trifft, das nicht abbilden kann oder das nicht darstellt, dass dann eine Enttäuschung stattfindet, ne? Weil da einfach die Kluft zu groß ist zwischen digital und offline. Aber was ist daran neu? Also ich denke, das ist so alt wie die Menschheit, dass man irgendwie einen möglichst guten Eindruck von sich klar, zu projizieren. Absolut. Und ja, wenn man dem nicht standhält und sozusagen nicht gerecht genau wird, diesem Bild, dann ist die Enttäuschung da. Okay, so ja what? Ja. Also ich denke, das wird ja sich irgendwie einrenken mit der Zeit. Irgendwie ja finde ich den Typen zwar cool, aber kann leider nicht mit ihm arbeiten, weil er unzuverlässig ist und zu spät liefert. Dann trennt es halt wieder. Ne? Also das ist ja auch nichts Neues. Ja, ich denke auch, es muss deckungsgleich sein. Was ganz interessant ist, ich habe letztens einen Beitrag gelesen, da ging es darum, wurde erstmal so als Behauptung in den Raum gestellt, dass wir im Laufe der nächsten 15 Jahren 11 bis 16 Millionen Arbeitslose in Deutschland haben werden, weil verschiedene Jobs wegfallen. Ja, es wird keine Taxifahrer mehr geben. Amazon hat ein neues Shopsystem erst kürzlich in dem Video auch vorgestellt, wo es keinen Kassierer mehr gibt, ja, wo Roboter die Regale mit Waren einräumen und man in den Laden geht, sich ein Produkt schnappt, aus dem Laden rausgeht und der ganze Zahlvorgang ist automatisiert über das Handy gelaufen.
Wie wichtig ist es heute, und ich sage jetzt mal, egal welchen Alters, für die Leute, sich A, mit dem Thema Online oder digitalem Zeitalter auseinanderzusetzen und sich jetzt schon, also wirklich im Hinblick auf diese Arbeitsplatzsituation, die uns ereilen wird, meines Erachtens, wie wichtig ist es da, sich damit auseinanderzusetzen oder sich auch gut auszukennen, wie ich mich dort positioniere oder mir vielleicht sogar ein zweites Standbein aufbaue? Also diese Fragestellung hat für mich zwei Aspekte, die beide sehr wichtig sind. Das eine ist, wie gehe ich selber damit um? Und zweitens, wie geht die Gesellschaft mit der Situation um? Gehen wir mal vielleicht zuerst mal zu der persönlichen Frage. Ich denke, wir leben in einer Zeit, in der Qualifikation immer wichtiger wird. Wir brauchen junge Talente, wir brauchen ausgebildete Fachkräfte. Keine Branche, die ich kenne, klagt nicht über Talentmangel. Alle haben das gleiche Problem. Auf der anderen Seite haben wir ein Riesenheer von Arbeitslosen. Ich denke, unser Problem ist, wir haben die falschen Arbeitskräfte. Wir haben sie teilweise selber uns herangezüchtet. Teilweise haben wir es zu leicht gemacht, sozusagen als Dropout zu landen und im Grunde in einem nicht qualifizierten Beruf zu landen. Aber das Problem ist der Qualifikationsdruck auch auf die sogenannten niedrig- oder nicht qualifizierten Berufe wächst. Ich habe neulich einen Vortrag von dem Chef von dem österreichischen Arbeitsamt gehört, das sogenannte AWS, der AMS, der gesagt hat, es genügt heute nicht, wenn du einen Lagerarbeiter vermittelst, dass er zwei starke Arme hat. Er muss auch mit der Lagersoftware umgehen können. Und das verdeutlicht für mich ganz klar das Problem, vor dem wir stehen, dass wir im Grunde Leute brauchen, die qualifiziert sind und die auch bereit sind, sich immer wieder neu zu qualifizieren, weil die Berufsbilder und die Geschäftsmodelle ändern sich ja in der Zeit der digitalen Disruption ja teilweise über Nacht. Mhm. Und Leute, die also bis jetzt in einem Job sehr gut aufgehoben waren, sind morgen unter Umständen nicht mehr beschäftigbar, wenn sie nicht in der Lage sind, sozusagen sich neue Skills anzueignen und das möglichst schnell. Denn ich denke, ja, Supermarktverkäuferinnen und Friseusen haben wir eigentlich genug. Was wir brauchen, was wir dringend brauchen, sind agile, ehrgeizige, anpassungsfähige Menschen, die bereit sind, notfalls auch sich immer wieder neu zu erfinden. Also in großem Maß an Mobilität und Flexibilität mitbringen. So, das ist der persönliche Aspekt. Der soziale Aspekt ist eigentlich ein viel ernsthafterer und bedrohlicherer. Es ist natürlich schon so, dass wir durch die Automation und die Digitalisierung und die Vernetzung viele Tätigkeiten, die bisher von Menschen erledigt werden mussten, von Maschinen erledigen lassen können. Und dass dadurch tendenziell die Zahl der verfügbaren Jobs in einem Wirtschaftsstandort wie Deutschland sinken wird. Die Frage ist, was machen wir dann mit den Leuten, die durch die Ritze fallen? Mit den Leuten, die die unvermeidbaren Opfer der Digitalisierung sein werden? Denn machen wir uns nichts vor, es gibt bei jeder Innovation Verlierer und Gewinner. Es werden natürlich auch viele neue Jobs geschaffen werden durch die digitale Transformation. Aber da bin ich auch eher dann etwas pessimistisch. Ich denke, dass sich das nicht die Waage halten wird, sondern dass allalong die Zahl der verfügbaren Jobs einfach zurückgehen wird. Mhm. Das heißt, wir müssen unter Umständen als Gesellschaft eine Möglichkeit finden, mit der Tatsache klarzukommen, dass es kein automatisches Recht auf Arbeit gibt. Und dass aber die Menschen, die entweder freiwillig oder gezwungen sozusagen dem Erwerbsleben fernbleiben müssen, dass für die alternative Modelle geschaffen werden, wie sie trotzdem ein erfülltes und menschenwürdiges Leben führen können. Ich denke nicht, dass es genügt, sie als Hartz-IV-Empfänger abzuschieben und hoffen, dass sie nach Möglichkeit den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen. Dann sind wir schnell
so bei Schöne neue Welt und Albtraum-Szenarien wie diese. Ich denke, es müssen Alternativen geschaffen werden. Also ich meine, warum ist denn die Lohnarbeit das einzige Modell in unserer Gesellschaft? Das hat historische Gründe natürlich, aber es gibt ja auch andere. Es gibt ja Formen der nicht monetären Vergütung. Ich denke so in Beispiele aus der Share Economy oder aus dem Open Source Bewegung, zum Beispiel Wikipedia, wo Menschen große Zeit ihres Lebens darin investieren, für andere Menschen Informationen zusammenzutragen und aufzubereiten, ohne Aussicht auf irgendwelche monetäre Entlohnung. Warum tun sie das? Weil sie vom Beifall ihrer Freunde, zum Beispiel ihrer Umwelt, eine Befriedigung ziehen. Warum können wir nicht Situationen schaffen, wo Menschen, die, wie gesagt, vielleicht nicht über die richtigen Skills verfügen, um arbeiten zu können, dass die trotzdem noch produktive Teile der Gesellschaft sein können, ohne dass sie deswegen aber Not leiden. Aber das ist ein politisches und gesellschaftliches Umdenken, das weit über irgendwelche Digitalisierungsdiskussionen hinausgeht. Ja, ich glaube auch, es bräuchte eigentlich, so wie es den Rat der Weisen gibt, müsste es eigentlich auch, vielleicht gibt es den ja, und ich weiß es nicht, einen Rat der Digitalexperten geben, der gemeinsam mit einer Bundesregierung wirklich beleuchtet, welche Modelle gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, dem entgegenzuwirken, beziehungsweise nicht entgegenzuwirken, sondern eigentlich Lösungen zu finden für das Szenario, was ja eh nicht aufhaltbar ist. Ne? Ich hatte letztens wieder ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, ich bin mit der Digitalisierung überhaupt nicht einverstanden. Ja, also, wo einfach noch nicht angekommen ist, dass es völlig egal ist, was man selber davon hält, ja, und wie man sich dem verschließt, weil das Umfeld sich dieser Veränderung hingeben wird. Das wird einfach stattfinden. Mit einem oder eben ohne einen. Ja. Und was ich auch noch ein interessantes Bild finde, auch wieder zwei Personengruppen. Der eine ist Manager, arbeitet 70, 80 Stunden, meinetwegen in der Unternehmensberatung, auf hohem Niveau, ist dort unterwegs und berät so in der klassischen Art und Weise. Der andere Fließbandarbeiter und ein absoluter Crack bei YouTube. Er weiß, wie Google funktioniert, er kennt die Mechanismen, er weiß, wie er Reichweite aufbauen kann. Und ich glaube auch, dass es da so ein Shift geben wird in der Zukunft, dass vielleicht der Fließbandarbeiter wirklich als Online-Experte sich eine ganz andere Perspektive selbst schaffen kann, als der Marketing oder als der Manager der Unternehmensberatung gar keine Zeit hat, sich auch mit anderen Themen zu beschäftigen oder mit der Digitalisierung per se zu beschäftigen und dessen Job vielleicht wegbricht, weil diese Form von Beratung morgen gar nicht mehr gebraucht wird. Ja gut, das ist diese geistige Flexibilität, über die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Ja. Die wird, glaube ich, in Zukunft wichtiger sein als gelerntes Wissen. Glaube ich auch. Tim, was ist deine wichtigste Botschaft, die du in die Welt hinaustragen möchtest? Ich glaube, wir sollten uns als Marke fühlen und stolz auf uns sein. Ich denke, das ist so eine ganz wichtige Geschichte. Also ich kann ja auch wirklich nur Selbstbewusstsein projizieren, wenn ich es besitze. Wir sollten also Freude an dem haben, was wir tun und diese Freude auch kommunizieren können. Wir haben Macht als Konsumenten, als Verbraucher, als Empfänger von digitalen Inhalten und Informationen. Wir sollten uns dieser Macht bewusst sein und auch darauf stolz sein. Und wir sollten vor allen Dingen diese Angst ablegen vor der Zukunft. Die Zukunft wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Es ist unser Job, sie so zu gestalten, wie wir sie haben wollen. Das wird keiner für uns machen können. Wir leben im Zeitalter der Selbstbestimmung. Das Internet, Digitalisierung, Vernetzung geben uns dazu die Möglichkeiten. Wir sollten sie nutzen. Ja. Sehr schön. Wenn du sagst, wir sollten uns gegen die Angst entscheiden, dann ist entscheiden genau eigentlich mein Stichwort. Wie triffst du Entscheidung und was hilft dir dabei? Also ich gebe zu, ich bin ein eher Bauchmensch. Ich treffe sehr, sehr viele Entscheidungen einfach so aus der Situation heraus, spontan.
Ich bin nicht jemand, der lange darüber nachdenkt. Ich habe gelernt, so mich auf meine Intuition zu verlassen. Die Entscheidung zum Beispiel, Internetjournalist zu werden, das habe ich eigentlich in einem Gespräch beim Abendessen mit meiner Frau getroffen. Und daraus folgten alle möglichen Dinge. Wir mussten umziehen nach München. Wir mussten also das ganze Wirtschaftsmodell umstellen. Das haben wir einfach mal schnell so, wie gesagt, bei einem guten Glas Rotwein entschieden. Ich wäre aber auch, glaube ich, und das ist dann wichtig, in der Lage gewesen, diese Entscheidung notfalls zu korrigieren. Relativ schnell zu reagieren, wenn ich merke, oh Mist, das geht ja in die falsche Richtung. Aber ich denke, das muss jeder wissen, wie er seine Entscheidungen trifft. Aber nicht zu lang nachdenken. Also das ist, glaube ich, der Rat, den ich insbesondere deutschen Managern geben würde. Traut euch doch mal einfach mal, es auszuprobieren. Versucht auch nicht, wenn ihr ein Digitalisierungsprojekt habt, die eierlegende Wollmilchsau zu schaffen. Man kann nicht alles auf einmal machen. Wenn man es versucht und fällt dann auf die Schnauze, dann ist unter Umständen alles hin. Während, wenn man, sagen wir mal, ein Projekt aufdröselt in einzelne Module, jedes Modul startet und man sagt, also nach 90 Tagen wollen wir uns mal hinsetzen und gucken, ob das jetzt eigentlich sehr vielversprechend ist oder nicht. Und wenn es nicht vielversprechend ist, dann beenden wir es. Dann hast du nicht das ganze Schiff riskiert, sondern vielleicht ein kleines Beiboot. Ich denke, diese auch etwas unverkrampftere Umgang mit der Zukunft, mit Chancen und Risiken, das würde uns hier in diesem Land ganz besonders gut zu Gesicht stehen. Ja, vielleicht um das auch noch zu ergänzen. Ich glaube, du hast vorhin von der Angst gesprochen, einfach diese Angst, Fehler zu machen, wirklich abzulegen und bewusst Fehler machen dürfen zu wollen. Das ist auch ein interessanter Satz. Um einfach zu lernen. Ja, ich glaube, wir müssen einfach viel mehr lernen. Das Lean Startup Prinzip basiert ja auf, ich gehe mit einem Prototypen live und gucke, was die Community dazu sagt. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann korrigiere ich den Fehler. Aber ich mache das im Live-Betrieb, um einfach schneller zu sein, um schneller zu lernen. Deswegen bin ich ja auch in letzter Zeit so gerne in Berlin. Berlin hat ja eine blühende Startup-Szene. Und die machen ja jeden Tag irgendwelche Veranstaltungen. Oft bin ich also auch dabei. Und ich finde es toll, die jungen Berliner bezeichnen Berlin ja als die Hauptstadt des Scheiterns. Und das sagen sie aber mit stolz geschwellter Brust, weil sie wissen, in Berlin werden viel mehr Firmen gegründet als in irgendeiner anderen deutschen Großstadt. Natürlich gehen dann auch viel mehr davon pleite. Aber das ist keine Schande. In Berlin, wenn eine Firma in den Sand setzt, dann ist es ein bisschen wie in Amerika, wie in Silicon Valley. Dann stehst du auf und wischst dir den Staub ab, klopfst dir den Staub ab und gründest die nächste Firma. Und die wird dann der nächste Google. Ja, davon ist jeder dann überzeugt. Ja. Also das ist eine sehr, sehr positive Grundstimmung. Und davon, glaube ich, hätten wir in Deutschland gerne mehr. Ja, das stimmt. Völlig anderes Mindset auch, was die Amerikaner da haben. Ne? Also fährst du da einen Porsche, klopfen die Leute dir auf die Schulter und sagen, hast du großartig gemacht. In Deutschland erntest du Neid mit diesem Auto. Ja. Gibt es derzeit ein Projekt, für das du gerade brennst oder was du gern leidenschaftlich vorantreibst oder treiben möchtest? Nun ja, ich betreibe seit jetzt nunmehr 21 Jahren mit großer Leidenschaft meinen Blog. Den Kohl-Blog, www.kohl.de. Ja. Es macht mir nach wie vor wahnsinnig Freude. Ich weiß natürlich auch, dass ich nur einem sehr, sehr begrenzten Publikum damit gegenüberstehe. Aber immerhin habe ich es jetzt so weit geschafft, dass ich so im Jahr so 40.000 bis 50.000 Unique Visitors habe. Das ist, ja, sagen wir mal, wie eine kleine Kleinstadtzeitung oder so. Aber es ist meine Zeitung und ich kann da bestimmen, was ich machen will und was ich sagen will. Und ich bekomme viel Feedback und das ist für mich eine Riesenbereicherung. Ähnlich ist es mit Facebook, das ich auch mit großer Leidenschaft betreibe und wo ich auch ständig im Dialog bin mit teilweise hochinteressanten, hochintelligenten Menschen. Das ist nicht bloß alles Käse und Tratsch und Alltag. Natürlich, 99% davon schon. Aber für dieses eine Prozent der intelligenten Auseinandersetzung mit sehr intelligenten Menschen, dafür lohnt es sich.
Und das sind Dinge, für die ich brenne, muss ich schon sagen. Also ich bin ein leidenschaftlicher Kommunikator und ich habe noch nie so viele Möglichkeiten gehabt zu kommunizieren wie gerade heute. Also ich wollte auch zu keinem anderen Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte leben als gerade jetzt, wo so viel los ist und wo ich einfach dieses ungeheure Klavier der Kommunikationsmöglichkeiten vor mir habe und darauf spielen kann, was ich will. Schön gesagt. Tim, ich habe noch so eine kleine Quick-Q&A-Session, in der ich dir schnell hintereinander ein paar Fragen stelle und du einfach aus dem Bauch heraus die passende Antwort lieferst. Hast du Lust? Probieren wir. Okay. Frage 1. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich als Marke zu positionieren? Die fehlenden technischen Möglichkeiten. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Rampensau. Zumindest mein Freund Michael Kauschnoll hat gesagt. Nein, ich denke, was die Leute immer wieder verblüfft bei mir ist, dass ich, obwohl ich so alt bin, scheinbar doch begriffen habe, was gerade läuft und im Grunde mit dem jungen Schritt halten kann. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz. Ja, du bist auch für mich persönlich, ich verfolge deinen Blog und verfolge dich auf Facebook, du bist für mich persönlich auch so der Botschafter zum Thema Digitalisierung oder überhaupt im digitalen Zeitalter. Also der Wanderprediger. Also für mich ist es, der Wanderprediger, für mich ist es einfach wichtig, dich so in meinem Newsfeed zu haben, weißt du? Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Der Rat meines Freundes Ossi Urks, mir einen Internetanschluss legen zu lassen. Ossi war ja der Guru des deutschen Internets oder überhaupt. Ja. Der hat ja auch diese langen Rasterlocken bis zum Hintern gehabt. Ein ganz kluger, sehr, sehr lieber Mensch, mit dem ich dann später auch ein Buch geschrieben habe, Digitale Aufklärung. Ossi war ein Schüler der Frankfurter Schule, hat in Frankfurt Philosophie studiert, hat aber jahrelang in Indien in irgendwelchen Ashrams indischen Lehrern zugehört und war also ein Experte für indische Philosophie. Und diese Mischung, die war so hochinteressant. Und wir kannten uns schon lange. Er hat mich dann mal irgendwann besucht in meinem Büro in Stuttgart und meinte, ob er schnell eine E-Mail schicken könnte. Ich sagte, was ist das? Das müssen wir aber jetzt ändern. Und dann er kannte damals den Mark Sheldon sehr gut. Das war der Chef von CompuServe. CompuServe war damals eine winzig kleine Firma, die gerade anfing, so E-Mail-Anschlüsse und Internetanschlüsse zu verkaufen. Und der Landesgeschäftsführer, eben der Mark, der kam dann zu mir ins Büro und kroch unter meinem Schreibtisch rum und hat ein Modem angeschlossen. ich denke, damals dieser Rat von Ossi, der hat mein Leben so nachhaltig verändert wie wahrscheinlich nichts anderes. Ja. Okay. Kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, was du selbst einsetzt? Oh Gott. Das ist ungefähr so, wenn du mich fragen würdest, welche Taste beim Klavier verwendest du am häufigsten? Ja, das ist auch eine schöne Frage. Also Mittel C ist wahrscheinlich Google. Ja, ohne Google könnte ich nicht leben. Das geht so weit, dass wir am Wohnzimmertisch einen iPad liegen haben, der immer da ist, weil wenn wir irgendwie Fernsehen gucken oder uns unterhalten oder irgendwas und jemand sagt, wie hieß denn nochmal der Schauspieler, der damals diesen Oscar gewonnen hat? Jeder, also früher hätte man die Frage einfach wieder vergessen. So greift man sofort sein iPad, geht zu Google und fragt und hat sofort die Antwort. Ne? Also Instant Access zu Informationen ist, glaube ich, das Wichtigste. Darüber hinaus gibt es natürlich als Computermensch, ich bin noch ein Outlook-Verwender, gebe ich leider etwas verschämt zu. Word, PowerPoint, im Internet natürlich solche Dinge wie Twitter,
Das Tool, was wir übrigens gerade jetzt verwenden, Zencastr, das habe ich noch nicht gekannt, habe es aber gleich mal ausprobiert. Das ist toll. Ja. Da kannst du nämlich einen Podcast sozusagen aufnehmen und gleich in der Cloud in deinem Dropbox speichern und es dort dann verwenden. Ich denke, ich werde jetzt eine ganze Reihe von Podcasts auf meinem Blog jetzt veröffentlichen, die ich mit diesem Tool verwende, dass sehr du schön. Mir gezeigt hast, weil vorher kannte ich das nicht. Ja. Das ist ja das Schöne. Man entdeckt jeden Tag ein neues Tool. Und ich denke, diese Flexibilität und diese Neugier ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt immer ein Tool, das besser ist als das, was ich heute gerade verwende. Und das sollte man wirklich nutzen. Ja. Dann machen wir gleich noch ein bisschen Werbung für Zencastr. Die gibt es seit 1.9. letzten Jahres. Das ist ein kleines Startup. Und das Interessante ist, ich habe vorher die Interviews aufgezeichnet mit Skype. Das bedeutet aber, dass quasi beide Tonspuren, deine und meine, auf meinem Rechner aufgezeichnet werden. Und das hat den Nachteil, dass wenn deine Internetverbindung oder meine schlecht ist und du hast dann Aussetzer bei dir in der Tonspur, dann hast du das am Ende natürlich auch auf der Aufzeichnung. Und Zencastr nimmt quasi jetzt auf deinem Rechner deinen Ton auf und meinen auf meinem. Das heißt, der ist sogenannt, also quasi nativ auf dem System drauf und lädt dann nach unserem Gespräch das Ganze hoch. Und damit hast du eine Top-Aufnahme, ganz egal wie die Internetverbindung während unseres Gesprächs war. Genial. Richtig coole Idee. Tolle Idee. Ja. Und ich benutze es auch für meine Solo-Shows, für die Website. Also, aber schön zu wissen, dass es dann auch Audio gibt bei dir auf der Seite. Wie gesagt, alle Tasten des Klaviers sollte man spielen. Ja. Welche drei Mobile-Apps außer Facebook benutzt du am häufigsten auf deinem Handy? Podcast, weil ich beim Laufen ständig Podcasts höre. Ich bin ein Geschichtsfreak. Insbesondere interessiert mich britische Geschichte. Und da gibt es einen wunderbaren Podcast von BBC4, In Our Time. Und das höre ich also ständig beim Rennen. Das bedeutet, dass die zweite Applikation auch mit Laufen zu tun hat, nämlich Runtastic, weil ich mich sehr gerne selber kontrolliere, wie fleißig warst du heute, wie schnell warst du, wie langsam, leider langsam. und ansonsten ja, doch vermutlich was ganz, ganz wichtig ist, der Flashlight, die Taschenlampe. Bei uns im Lungau ist es jetzt zur Zeit, also eigentlich abends um 4 wird es dunkel und am nächsten Morgen wird es erst um 9 wieder hell und ich muss ständig rausgehen und Holz holen, weil es bei uns immer sehr, sehr kalt ist und wir immer Feuer machen. Und diese Taschenlampe habe ich sicherlich jeden Tag 3-4 Mal in Gebrauch. Ja, also ich auch. Im Grunde, das zeigt ja mal wieder, das Uninteressanteste, was du mit einem Smartphone machen kannst, ist telefonieren. Das Telefonieren. Und das Ding ist ja mittlerweile ein Schweizer Taschenmesser des Digitalzeitalters. Da ist ja alles drin. Und wir entwickeln ja auch ein zunehmend symbiotisches Verhältnis zu diesem Gerät. Ich denke, die einzige Steigerungsform, dass wir das Gerät noch näher an uns rankommen lassen würden, das wäre, wenn man uns einen Schlitz in die Stirn macht, wo man die SIM-Karte reinsteckt. ich denke, in die Richtung wird es auch mal gehen. Absolut, denke ich auch. Das ist ja dieses Cyborg. Gibt ja, oder auch Implantieren von irgendwelchen Chips, RFID-Chips und so weiter. Ja. Also ich glaube, da wird es auch hingehen, dass wir. Und da gibt es ja auch im Silicon Valley einige Universitäten, die daran forschen. Das nächste werden dann irgendwelche Kontaktlinsen sein, die wir in die Augen tun und die uns diese Google Glass Funktion bietet, also digitale Inhalte sozusagen vor unserem Blickfeld projizieren, was natürlich am Ende bedeutet, dass die Grenze zwischen Realität und virtueller Realität komplett verschwimmt. Wir wissen dann gar nicht mehr, wo hört das Reale auf und wo beginnt das Digitale. Das ist für uns dann eine Welt. Ja, absolut. Nächste Frage, Thema Musik. Was hörst du gerne für Musik? Klassische. Was genau? Gute klassische Musik. Also natürlich so die Usual Suspects, also Mozart, Bach, Beethoven. Ich bin ein großer Mendelssohn-Fan, spiele auch selbst Klavier. Also wirklich nicht nur auf der virtuellen Tastatur.
Und die Lieder ohne Worte oder die Kinderlieder von Mendelssohn finde ich ganz toll. Copland ist ein großer Quelle von Freude für mich, so Appalachian Symphony und andere Dinge. Rodeo, die Amerikaner haben auch gute Komponisten. Also im Grunde habe ich ja keine Vorlieben oder das Gegenteil von Vorliebe, ist dann eine Abneigung wahrscheinlich. Es muss gut sein, es muss mich ansprechen, es muss für mich etwas bedeuten. Aber Musik ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Hat ja Apple auch ganz gut verstanden. Ja. Wir werden deine Bücher, die jetzt hier in der Show genannt wurden, natürlich in den Shownotes verlinken. Gibt es darüber hinaus noch eine Buchempfehlung von dir, welches für dich persönlich vielleicht auch einen ganz großen Mehrwert hatte? Wie heißt dieses Buch und worum ging es in diesem Buch? Also was ich wahnsinnig gerne gelesen habe, ist von meinem Freund Gunter Dück, das Abschied vom Homo Economicus. Dück ist ein sehr, sehr witziger, also ein humorvoller Mensch, aber ein sehr witziger Mensch. Es macht Spaß, ihm zuzuhören. Wenn er redet, er kichert ständig, wie wenn er sich über seine eigenen Witze freuen würde. Und so sind die Bücher auch sehr hintersinnig. Und er appelliert in diesem Buch dafür, dass man also diese absolute Rationalismus in Frage stellt und auch mal sich wieder traut, Entscheidungen aus dem Bauch herauszufällen. Das hat mich bestätigt in meiner eigenen Spontanität. Aber er konnte das so wunderbar intellektuell untermauern und verbrämen, dass mir das ungeheuer gut gefallen hat. Eigentlich alle Bücher von Dück sind klasse, aber dieses insbesondere hat mir Spaß gemacht. Schön, verlinken wir auch in den Shownotes. Ja, bevor wir uns verabschieden, Tim, kannst du uns zum Schluss noch einen Tipp für Führungskräfte auf den Weg mitgeben und wie wir dich am besten erreichen können? Mich erreichen können? Lukas, ich würde gerne einfach den Tipp wiederholen vom Professor Bullinger: Schaffe nicht Schwätze. Und erreichen tut man mich unter cole.de, unter der E-Mail als tim@cole.de. Und ansonsten tauche ich immer wieder als TC1066 auf bei Skype oder bei Facebook und so. Das liegt daran, dass, wie gesagt, ich ja ein Fan der britischen Geschichte bin, der englischen. Und 1066 war ein wichtiges Datum. Schlacht bei Hastings, Wilhelm der Eroberer, die letzte erfolgreiche Invasion Englands von außen. Sehr schön. Tim, hat mir super viel Spaß gemacht. Wir müssten fast hier jeden Monat eine Folge machen, um einfach auch was zu bewegen da draußen in den Köpfen, in den Herzen und am Ende natürlich auch den Tatendrang aktivieren vieler Manager, Politiker und vor allen Dingen auch in unserem Bildungssystem. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und nur das Beste für dich.